Fall besser als bei dir. Touris Button am Bauer. Ich geb dir das, was uns abmacht. Gib dir das, was uns liebt. Was toll. Aber toll. Hallo Leute und good morning. Willkommen zu einem neuen Video zu unserem Isabel Lissabon Vlog. Oh. Wir sind ordentlich. Ja. Wir haben heute Montag, also unser erster Tag. Das Zimmer sieht katastrophal aus, aber wir ziehen eh gleich wieder aus, deswegen ist es auch nicht so schlimm. Also wir packen gleich unseren Koffer und gehen ja dann ins Airbnb. Also ich kann euch ganz kurz überlegen. Also hier stehen einfach Betten und hier ist noch ein Bett. Das war unser Zimmer für eine Nacht. Wir sind mit dem Flug kompliziert. Ich zeige euch den Ausblick. Der ist süß, richtig süß. Und es ist sonnig. Oh mein Gott, die Fenster gehen immer automatisch beide auf. Das ist sehr verwirrend. Oder gefährlich. Ja. Also da ist auf jeden Fall schon mal die Sonne. Kleine süße Straße und lauter Menschen. Frühstück. Und ich muss dann auf das Klo rennen. Aber Fotoshooting Time. Oh, oi, ich aber es war einfach cute. Go. I found myself that I'm still. Wir haben jetzt gefrühstückt. Ach, hier gibt es süße Läden überall. Das ist nicht gut für meine Kaufsucht, aber ich kaufe nichts. Später vielleicht. Ja, genau. Und wir gehen jetzt hier sind ja so steile Berge. Also Hügel oder was auch immer. Aber die laufen jetzt zu irgendeinem Kastell. Das ist hier nämlich direkt neben dem, also was heißt direkt, aber da war ein Wegweiser direkt da, wo wir übernachtet haben. Und es ist richtig schön sonnig. Es ist erst 10:30. Schon richtig tolles Wetter. Huhu. Also nur werden wir wieder. Pastel de Nata, das spricht man wahrscheinlich ganz anders ausgeholt. Ich bin gespannt, ich habe ja in Amsterdam von Lidl. Ich bin gespannt, das ist ein Schild. Die besser sind. Sind die noch warm? Ja. Geil. Will jemand auch einen Teil der Box? Wir können beide. Nö, ich brauche nee, ich krümel eher auf den Boden. Wollt ihr mit drauf? Taste-Test. Okay. Auch noch anstoßen. Oh. Alle zusammen. Isabel. Scheiße. Muss ich da auch in die Augen gucken? Auf jeden Fall besser als bei Lidl. Auf jeden Fall besser als bei Lidl. Ja, komm. Viel knuspriger. Mir ist so heiß. Viel süßer. Findet ihr es zimtig? Nö. Nee. Aber ich glaube, da ist kein Zimt, oder? Schmeckt nee, gar nicht mehr. Jetzt redet eher von was anderem. Oder vielleicht muss man extra dazu sagen, dass man Zimt will. Ja, ah. Kann sein. Aber ist auch lecker. So crispy. Ja, nice. Aber innen so matschig. Oh, toll. Welcher Platz da unten? Oh ja. Sportprogramm im Urlaub und ich chille hier. Oh. Ganz wichtig, ganz wichtig. Chillen in einem Park, da hinten ist das Meer. Richtig, richtig schön. Die zwei machen hier ein bisschen Sport. Das
Ich muss ehrlich sagen, mir reicht das hier, dass wir hier bergauf laufen an Sport. Das will irgendwie kommen, ich gebe mal ein bisschen raus. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, sehr verwinkelt die Stadt. War ganz cute. Wir haben Spaß. Schaut euch dieses süße Häuschen an. Es ist wirklich super, super heiß. Aber heute Morgen freuen wir uns noch so jetzt so vor. Nee. Aber wir freuen uns trotzdem dabei. Wir freuen uns trotzdem. Es ist heiß. Wir gehen eh gleich heute wieder Sport machen. Wir gehen eh gleich unsere Koffer abholen und dann ins Airbnb und dann können wir uns umziehen. Draußen sind schon, wenn man in die Fenster gucken kann. Ja, der ist schon mit dort. Also wir sind dort, also da müssen wir gleich wieder gehen, weil die Putzfrau noch nicht da war. Also die Putzkraft. Das ist auf jeden Fall unser Bad. Ja, ich glaube es. Aber sieht voll schmutzig aus, also passt. Ja, ist so, das ist halt noch nicht sauber gemacht. Ja, nur dann steht schon wieder unser Zeug noch mehr rum, als es jetzt schon ist. Meinst du? Ja, ich kenne uns. Küche steht halt auch noch alles rum, aber ich meine, ne, als Roomtour. Dann haben wir hier Esstisch, Zimmer Uno. Das ist unser Ausblick, Leute. Wir wohnen in einer Gegend, die suspekt ist. Ein bisschen suspekt. Hier, ganz schick. Das Laken ist so reinartig. Was ist eigentlich das hier? Ah, ein Einbauschrank. Ja, ich drehe nachher nochmal eine Roomtour. Wenn unser ganzes Zeug. Isabel, die sich Sonnencreme ins Gesicht schiebt. Und das andere. Ich bin auch immer sehr gerne. Die Sonnencreme ist gut, ne? Ja. Werbung? Ja. Unbezahlt. Leider. Aber ich denke, wir gehen jetzt gleich auch wieder raus. Und maybe wollen wir ein Eis essen gehen oder so. Leute, ich habe noch einen Abend vom Schulabend. Tourispot Number One. Ich bin glaube ich wirklich nur Touris. Aber ist auch schön. Dulce de Dings ist doch immer Dulce. Ist doch Karamell, oder? Dulce de Leche ist ja Karamell. Schoki. Gott, Schoki sieht auch geil aus. Ich will ja nicht sagen, aber. Nutella! Ich glaube, das sind auch die normalen. Das ist mein Himmel hier. Pastel, Renata, Nutella. Und Caramel. Heute habe ich den allerbesten Vlogging-Winkel ever. So fällt. Brauchte rein was. Sehr übersüß. Richtig gut. Kräftig. Das schmeckt so gut. Das finde ich besser als mit Vanillepudding. Ja. Besser als mit Vanillepudding. Aber ich glaube. Das ist halt auch fester von der Konsistenz, weil es so frisch ist. Aber das ist immer mit diesem Pudding. Da ist man schon gut drauf. Aber es schmeckt einfach trotzdem saugeil. Ja. Also weil Nutella ist auch einfach geil. Ist halt nicht ganz so basic, wenn da noch was fancy ist. Aber ich fand sind warm trotzdem auch geil heute Morgen. Ja, schon. Ich finde beide gut. Ich find, wir testen es einfach jeden Tag durch. Zwei, drei verschiedene durch und können euch am Ende sogar das ist so lecker. Das Zimtstelle sind auch sauber vor. Können die auch selbst machen. Ich habe ein Rezept dafür. Aber es ist schwer, oder? Das geht nicht. Nein? Die werden doch wahrscheinlich nicht so gut. Mit Trüffelmayo. Das habt ihr Garlic, ne? Garlic okay, ich glaube, ihr müsst euch ein Schlafzimmer teilen. Spaß. Oder sechs. Yummy. Ich finde, meine Haut wird langsam echt besser. Naja. Ich muss ganz kurz die Musik ausmachen. Urheberrechtsprobleme. Ich habe lange nicht mehr gevloggt. Sorry, forgotten. Aber wir haben Dinner. Woo! Es sind Bilder. Oh, und ich ja. habe ein bisschen am Handy gefilmt. Sieht gerade irgendwie ein bisschen traurig aus, aber es ist richtig aus und drei Chips. Nee, Training. Das Toast wird noch und Chips
und naja. Ja, noch Pizza. Ja, aber Pizza. Trotzdem toll. Toll, einfach toll. Ich meine, hier muss ich an. Das ist so ein Premium-Dinner. Sind die alle? Nein, da sind doch noch drin. Den wollte ich noch. Okay, Isabel. Die haben nicht alle gegessen, aber fast. Glaubst du, die sind, also findest du die besser oder schlechter als Oreos? Ich kenne die Oreos mit einer weißen Schoki drum. Ich geb dir das, was uns hart macht. Gib dir das, was uns liebt. Ja, jetzt am Schminken. Morning. Nice, man sieht mich nicht mal. Ich voll der tolle Winkel. Voll den Abdruck, oder? Vom Bronzer. Da? Für mich sieht es normal aus. Pretty, pretty. Ich bin gut mit dem Wasser. Bleib selber. Welches mein Glas? Jetzt ready gemacht. Es sollte irgendwie so edel aus mit dem Zopf. Ja, aber nichts dagegen. Auf jeden Fall fahren wir heute zu einem Turm. Vormittag. Nachmittag gehen wir shoppen. Letztes Mal Outfit übrigens. Yes, freue mich. Wir haben 10.30 Uhr oder so. Wir sind ein bisschen spät, aber weil wir gestern so lange wach waren. Deswegen passt das. Warum benutzt du... Nee, du unten, ja. Okay. Oh, Kinder. Hier ist richtiges... Hier die Sonne. Das ist richtiger Test, ob mein Windpuschel funktioniert, weil hier ist es richtig windig. Werden wir im Schnitt sehen. Wir sind am Meer. Juhu. Haben wir 11:30 schon oder erst 11? Nein, wir haben 10:45. Viertel nach elf. Wir sind super früh unterwegs. Das ist der Haarspray-Test mit dem Wind heute. Der Haarspray-Test und mein Mikrofon-Windpuschel-Test. Jetzt ziehe ich meine Jacke auf. Ja, jetzt ist wieder kalt wegen dem Wind. Aber es ist toll. Aber toll. Wir haben fettige Haare. Das ist unser Look. Das ist Haarspray. Das ist nicht nur fett. Es ist wirklich auch Haarspray dabei. Nicht nur fett, das ist vor allem Haarspray. 50-50. Und Luisa sieht wunderschön aus, weil sie hat ihre Haare gewaschen. Ja, die einzige. Nicht ganz so. Machen wir heute. Wir dachten, es wird nicht sonnig, wir wollten nur shoppen. Ja. Und es gibt keinen Föhn, das ist eine Katastrophe, der ist einfach durchgebrannt. Ich hab ihn nur angemacht, der ist einfach verkohlt. Ja. Super. Quality. Ja, ganz, ganz toll. Denk mal. Sieht man gerade auch super toll. Aber ich glaube, sie hat erst 1 oder 2 Stunden. Wir haben einen Riesenspiegel gefunden. Yes. Guess, was wir dann gemacht haben? Keine Fotos. Keine Fotos. Nee. Luisa, check doch mal ihr Make-up. Von den beiden, ich glaube, das ist vielleicht die ganze Sehenswürdigkeit. Spart auch Geld. Hauptsache fürs Essen Geld ausgeben. Wir sind Pastel de Belém. Also, wir sind gerade in Belém, waren ja bei diesem kleinen. Wir sind nicht dieses Dörfchen. Wir sind in Belém. Aber du hast gesagt, wir sind Pastel de Belém. Oh, es stimmt jetzt. Was. Auf jeden Fall hier in der Schlange stellen wir uns an und ja, ich hab's falsch gesagt. I'm sorry. Wir waren bei diesem Türmchen. Das war süß. Ja, es war wirklich ein Türmchen. Und drauf waren wir nicht lange, war mega lang. Dann waren wir bei einem Kloster, war auch hübsch. In den Botanischen Garten. Angestellt haben wir uns auch nicht. Jetzt holen wir uns Pastels und vielleicht noch ein Starbucks. Und hier stinkt es gerade vor. Oh ja, hier stinkt es wirklich. Ja, ich freue mich. Hello, I take one ice frosted vanilla shaken espresso in tall. Can you tell me your name? Senia. Senia? Yes. Sinja today. Aber ich finde eigentlich Sinja irgendwie auch süß, oder? Einfach Sinja. Ja, ganz süß. Ich finde aber, schmeckt gar nicht nach Schmeckt Vanille. Lecker. Schmeckt wie Karamell. Nö. Schmeckt echt wie Karamell.
Ja, muss man. Stößchen. Oh, zu spät. Ah! Oh, no! Das blättert. First impression! Pastell. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie specialiger ist als bis jetzt. Ich glaube, ich fand die bei der Burg oben besser. Ja. Okay. Ich glaube, die mit weißer Schoki und Zimt könnten auch richtig nice werden. Nein, die waren auch die günstigsten bisher. Aber die gehyptesten. Nee, auf der Burg waren die doch auch nur 1,20. Echt? Ja. Doch 1,60. Oh, kann auch sein. Also ich finde sie gut, aber es sind nicht die besten. Ich fand die mit der süßen Creme oben mega nice. Ich finde es gut, dass jetzt nicht zu viel Füllung ist. Das aber ist für die Füllung ist geil. Ja. Okay. Hab schon in meiner Story probiert, also folgt mir auf Insta. Aber ich habe es auch auf Insta erzählt. Ist jetzt alles doppelt erzählt. Sind auf jeden Fall lecker. Ich fand das mit Nutella ein bisschen besser. Weil es ist Nutella. Weil es ist Nutella, aber das kann man nicht toppen. Aber die sind auch sehr nice. Die kann man einfach nicht elegant essen. Die fast zu knusprig. Aber irgendwie trotzdem saugeil einfach. Und man fand die anderen besser. Ich weiß das jetzt gerade gar nicht mehr. Finde ich voll lecker. Finde ich eigentlich auch voll geil. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, ist einfach geil. Toll. Also ich fand die Konsistenz von denen bei der Burg halt am geilsten, weil die so der Blätterteig war richtig zart irgendwie. Ja. Ist das meine? Zart, der ist halt wirklich sehr crispy. Ist halt, ja. Aber ist lecker. Mehr wie so ein halber Cookie. Ja. Es ist einfach schwer. Aber die sind einfach lecker, vor allem deutlich besser als bei Lidl. Einfach besser. Aber bei Lidl kosten die 30 Cent. Ja. Haben wir gestern, weißt du, waren noch gestern bei Lidl, haben 30 Cent gekostet. Aber es lohnt sich, sollten die teure Lidl zu hier holen. Auch mal probieren. Vielleicht sind die besser als die Lidl. Ja, stimmt. Wir müssen eh mal wieder Wasser kaufen. Das Flugzeug als Snack vom Lidl. Yum, yum, yum. Da können wir einen Screenshot von machen, da haben wir ein süßes Foto. Next Food Spot. Wir haben uns also hier ausgestellt. Ich glaube, ich habe aber wir bekommen werden zu essen. Und ich habe, ich glaube, man sieht es, dass ich einen Sonnenbrand bekommen habe. Ich mich nicht beschweren, weil über Sonnenbrand und Sonne ein schlechtes Wetter. Asa Info. Banana, Granola. Delish. Wir sind schon am Zug. Schon. Ja, also weil ich mich noch nicht gemeldet habe. Zug steht im zweiten Zug. Ja. Nein. Achso, ja, den ersten haben wir verpasst. Der andere kam nicht. Nicht unsere Schuld. Auf jeden Fall fahren wir heute nach Sintra. Ich freue mich. Wir haben uns. Ach nee, ich glaube, ich habe überall Puderzucker in meiner Tasche. Ach egal. Wir haben uns so richtig fancy eine Mandel. Die war noch warm. Mittlerweile ist sie, glaube ich, nicht mehr so warm. Doch, bisschen immer noch. Ja, das ist unser Frühstück to go. Zu Hause hatten wir nämlich nur noch zwei Scheiben Toast. Pflaume, die noch nichts geschmeckt hat. Apfel, der war in Ordnung. Und Kartoffeln, die waren gut. Und Kaffee. Ich habe gestern Kaffee geholt. Ach, toll. Kaffee. Ach so. Kaffee. Sonst immer die Frauen in der Schule besser und die Studium. Ist doch wahr. Und trotzdem zu sein. Ey, das ist echt voll schlimm. Mal nicht in der Stadt. Vor allem ist es so laut und immer voll in der Stadt. Ein bisschen Natur. Wir sind im Park. Park de Pena. Oder irgendwie so. Pena. Ich kann ja kein Spanisch. Aber im Spanischen ist doch das N. Pack die Penna. Nee, genau. Ja, sieht schön aus. Die Penne. Die Penne.
Well, back at it again. Ich habe leider ein bisschen Pollenallergie. Feeling not so good, aber Essen wird helfen. Morning, morning. Heute ist Donnerstag. Ich weiß gar nicht, wann ich gestern zuletzt gebloggt habe. Ich lasse mal etwas Licht rein. Auf jeden Fall. Ich habe irgendwas. Pollenallergie, Erkältung, was auch immer. Ich vlogge heute mit dem Handy, weil ich lasse die Kamera hier. Er ist mir einfach zu schwer zu tragen. Aber ich habe ja mein Handy, dort hat eigentlich auch ganz gute Qualität. Mein Outfit ist trotzdem ganz cute. Ich hatte keine Jeans, also ich hatte eine Jeans, aber ich hatte keine Lust. Leggings! Leggings verleiht. Ist einfach toll, liebe Leggings. Ja. Hier habe ich Bronzerfleck auf meiner Nase, aber im Licht nicht. Im Licht sieht man so viel schöner aus. Wir es. Wir gehen super. Hallo. Wir haben alle, oh. Ich habe alle mit dem Bronzer-Game ja angesteckt. Ey, Leute, Lisa, willst du denn auch zeigen? Ich habe vorher noch nie Bronzer benutzt. Aber mir wurde gesagt, ich sehe aus, als wäre ich schon braun geworden. Für nur halt, ne? Typen halt. Okay, nächstes Update-Video. Silja? Ja? Ist das Weihnacht oder Mandel? Oh, okay. Oh, das ist voll schwer. Mhm. Oh, und wow. Ich möchte noch Mandel finden. Sie meinte Almonds. Ich kann fürs Mandel. Aber vielleicht auch Walnuss. Ich kann das jetzt so gut unterschreiben. Bombe. Hallo von zu Hause. Ich hatte die letzten zwei Tage im Urlaub nicht so viel gefilmt, weil vielleicht hört man es noch. Ich bin ein bisschen krank geworden. Das war echt ein bisschen ärgerlich. Deswegen hatte ich mich einfach, ja, ich war einfach ein bisschen fertig. Also vielleicht auch einfach, weil wir sehr viel gemacht haben. Aber halt auch noch, weil ich ein bisschen krank geworden bin. Und dann kam das zusammen. Deswegen habe ich nicht mehr so viel gefilmt. Aber der Vlog ist ja trotzdem 23 Minuten lang, das sollte ja erstmal reichen. Sonst wäre er wahrscheinlich eh viel zu lang geworden. Deswegen war das einfach mal Schicksal, sollte so sein. Genau, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der Urlaubsvlog gefallen aus Lissabon. Mein Fazit ist, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber ich fand die Stadt an sich nicht so also schon sehenswert, aber jetzt nicht so weit oben auf den sehenswerten Städtelisten. Falls ihr wisst, was ich meine. Aber die Begleitung, die war toll. Also Isabelle und Luisa. Ja, es hat einfach sehr gut gepasst, sehr gut gevibed. Und dadurch war der Urlaub einfach cool. Von der Stadt her muss ich jetzt wirklich sagen, muss man meiner Meinung nach nicht unbedingt hin. Das liegt auch daran, weil ich jetzt nicht so Gebäude und Kunst interessiert bin. Also ich bin eher so, ich mag Natur. Also ich mag Meer oder Berge oder Wälder oder irgendwie sowas. Aber nicht so krass, so irgendwie Architektur besondere oder Häuser oder so. Ja, genau. Aber wie gesagt, es war trotzdem ein mega schöner Urlaub. Und genau, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und auch gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ganz bald zu einem nächsten Video. Da kommt ein Live-Update. Also nicht so ein allgemeines Live-Update, sondern eine Sache. Eine Sache, die sich ändern wird. Das werde ich euch im nächsten Video erzählen. Und bin auf jeden Fall selber total gespannt. Deswegen könnt ihr auch gespannt sein. Und ich freue mich. Und es wird toll. Es wird wirklich toll, kann ich euch schon mal sagen. Und genau, dann würde ich jetzt wirklich sagen, bis zum nächsten Video. Bye!